Sie beginnt im Dunkeln, mitten in der Nacht, mit dem sogenannten Morgenstreich, die Basler Fasnacht. Die drei schönsten Tage, so nennen viele Basler sie, auch wenn sie auf den ersten Blick eher ernst als ausgelassen wirkt. Am Montagmorgen, bereits gegen 3 Uhr, treffen sich die sogenannten Fasnachtsklicken in ihren Vereinskellern. Marc Sauter ist der Vorsitzende der Clique Dupfclub. Wenn der Wecker klingt, denke ich schon, oh, wieso tue ich mir das wieder an? Aber das dauert so die ersten 1-2 Minuten, bis man wach wird. Und dann fängt das schon eigentlich an mit dem Kribbeln, die Nervosität, die Vorfreude. Und ich meine, das sieht man jetzt hier, wie alle langsam reintröpfeln bis kurz vor 4. Da ist diese Stimmung, die langsam aufwacht. Ja, und Gänsehautstimmung. Kurz vor 4 Uhr dann der Abmarsch zum Treffpunkt. Zur Fasnacht tragen alle Cliquen sogenannte Larven, Masken, die das Gesicht verdecken. Einheitlich müssen die Kostüme am Morgen nicht sein. Charivari lautet die Devise, alles ist erlaubt. Ich bin jetzt Ingen Glöckner von Glöckner de Notre Dame, aber da gibt es auch die traditionellen Figuren, die wir haben, wie den Pierrot oder den Ueli, den Wackis. Das sind so unsere traditionellen Figuren. Aber Morgenstreich ist wirklich, wie man auch sieht in der Gruppe, da kann jeder tragen, was er will. Aufpassen! Pünktlichkeit gilt auch bei der Fasnacht. Morgenstreich! Fort! Mit dem Glockenschlag um 4 Uhr ist es soweit. In der ganzen Altstadt werden die Lichter gelöscht. Nur die Laternen der Fasnachtsklicken bringen ein bisschen Helligkeit. Ausschließlich Trommeln und Piccoloflöten sind beim Morgenstreich erlaubt. Auf den Laternen behandelt jede Clique ein anderes Thema, das sogenannte Sujet, meist politische Satire. Bei uns im Verein haben wir eine Kommission, die das Sujet ausarbeitet für die Fasnacht. Die präsentieren das auch bei uns in der Clique dann im Herbst, wo wir dann anfangen mit den ganzen Vorbereitungen. Und die großen Laternen wie bei uns hier, die werden von Künstlern gemalt. Und das dauert 2-3 Monate, also das sind ein paar hundert Arbeitsstunden, die da drin stecken. Ja. Nach dem Morgenstreich geht es für die Fasnächtler und auch die Zuschauer zum Aufwärmen und Ausruhen in die Klickenkeller. Mehlsuppe und Zwiebelwähe sind die traditionellen Speisen. Nach ein paar Stunden Pause heißt es am frühen Nachmittag wieder versammeln. Die gesamte Clique ist jetzt einheitlich kostümiert. Die Mitglieder des Dupfclub haben sich dafür folgendes Szenario ausgedacht. Unser Sujet heißt Jemer Nei, wir haben eine Krise. Also wir haben die Finanzkrise bei uns im Verein und jetzt haben wir externe Consultants geholt und die zeigen uns jetzt quasi, wie man spart. Also richtig auf den Buckel des armen Mitarbeitern werden jetzt die Kosten eingespart. Wir haben ganz billige Kostüme dieses Jahr, die Larven sind recycelt worden, gibt keine Perücken, sondern nur Mützen, ganz billige Federn. Und in unserem Vortrab, da laufen quasi die Consulting-Säue mit, die auch das ganze Geld, das wir einsparen, einsahen. Ja. So wie die Basler Fasnacht heutzutage gefeiert wird, gibt es sie seit rund 150 Jahren. Die Regeln sind recht streng, vor allem beim Cortège, dem Nachmittagsumzug. Die zahlreichen Zuschauer werden gebeten, sich nicht zu verkleiden. Auch Schunkeln und Singen gehört sich in Basel nicht. Das ist, denke ich, der große Unterschied zu vielen Fasnachten, dass es bei uns wirklich der aktive Teil gibt und die Zuschauer. Und es ist für uns sehr wichtig, dass es diese Zuschauer gibt, weil das ist, wir machen es auch für die Zuschauer. Von den Wagen verteilt der sogenannte Waggis Süßigkeiten an die Kinder. Beim Cortège sind dann nicht nur Flöten und Trommeln, sondern auch Blasmusik, die sogenannte Guggenmusik erlaubt. Die Blechbläser spielen meist Oldies und Evergreens auf ihre Art. Dass die Basler Fasnacht nun von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde, macht die Cliquen stolz. Für uns selbst ändert sich gar nichts, aber es ist wirklich eine Wertschätzung für diese Tradition, die ja hier seit Jahrhunderten eigentlich gelebt wird in der Stadt. Nach taktgenau 72 Stunden wird auch diese Fasnacht wieder vorbei sein. Doch die Tradition wird in Basel in die nächsten Generationen weitergetragen.